Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tavern Brawl. Diesmal mit dem, also Tavern Brawl und News. Die News gibt es im Anschluss. Zunächst kümmern wir uns um das Brawl, um hier diesen Kartenrücken noch zu erhalten. Ja, das Brawl ist Gift Exchange. Ich habe hier schon ein Deck vorbereitet. Ist ein relativ standardmäßiger Facehunter, mit dem wir hier unser Glück versuchen werden. Es gibt allerdings inzwischen auch spezielle Decks, sage ich mal, die wirklich darauf ausgerichtet sind, hier die Kisten schnellstmöglich vom Feld zu räumen. Das ist halt dieser Schamane, gegen den wir auch hier spielen. Ist natürlich ein Deck, was auch ja irgendwo draw-abhängig ist, sag ich mal. Weil wenn man nicht die richtigen Karten kriegt, die man braucht, dann wird es halt auch nichts. Und das ist auch okay so. So, wir haben hier eine relativ nette Hand eigentlich. Wir können den Wong-Infiltrator auf Turn 1 legen. Und in Turn 2 können wir dann einfach relativ zügig hier mit dem Abusive Sergeant und dem Lepra-Gnom nachlegen. Und können sogar auf Turn 3 einen Animal Companion bringen. An sich ist hier wirklich optimal. Unser Gegner hat hier einen Flamedong-Totem. Bei dem müsste man tatsächlich sogar überlegen, ob man den eventuell dann doch vom Feld runternimmt. Allerdings bleibe ich bei meiner Strategie und also ich gehe jetzt tatsächlich hier mal auf den Flametongue-Totem. Ich denke mal, das ist ein Trade, der einfach sein muss. Frage ist jetzt natürlich, ob unser Gegner hier. Okay, und er kann nichts hier offensichtlich dagegen tun. Das finde ich schon mal grundsätzlich ganz okay. Frage ist jetzt natürlich, ob und wie wir die Cobra Snake vom Board räumen. Wenn wir jetzt einen Leo kriegen, 33% wahrscheinlich wäre, könnten wir wegtraden. Wir können die auch vielleicht einfach ignorieren, aber ich gehe jetzt hin. Tatsächlich leg noch den Mad Scientist aufs Feld. Hau den Quickshot die Cobra Snake weg. Somit bekommt er nach wie vor nicht sein Präsent. Im nächsten Turn legen wir dann tatsächlich den Animal Companion. Und hoffen ja dann auf Leog, der einfach dann mal massiv das hält und plus 5 Schaden erhöhen kann. Bei dem krassen Board. Okay, wir sehen jetzt hier den Doomsayer. Macht mir an für sich erstmal weniger Sorgen. Oh, wie viel Damage haben wir? Wir haben 12 Damage. So, wir machen mal, was unser Zuschauer uns vorgeschlagen hat. Und wir traden sogar noch hier den gegnerischen weg. Kriegen dadurch das Secret. So, damit haben wir dann auch das Tavern Brawl diese Woche für uns entschieden. Haben hier den Kartenrücken bekommen. Relativ cool von der Animation mit dieser Schneekugel und den animierten Lichtern drumherum. Eventuell schon ein wenig too much, wenn es nach meinem Geschmack geht. Aber auf jeden Fall ein Kartenrücken, den man in der Sammlung haben sollte. Und den man in der Sammlung haben sollte. Wir haben diesmal natürlich leider keine Karten zum Disenchanten. Allerdings haben wir dafür jetzt in unserer Sammlung diesen neuen Kartenrücken. Da müssen wir einmal hier ganz weit durchscrollen. Und zack, da haben wir ihn. Jo, Winterwell, Ref. Ne, wie ist er?
Ja doch, Winter Werwolf. A beautiful winter day with around a snow globe full of the frosty destruction of your opponents. I mean, good cheer. A cry from the winter feast, from the feast of Wintervale, Tavern Brawl 2015. So, und das ist der. Welcher Kartenrücken genial wird. Also, den finde ich echt genial. Weil dieses Glitzernde sieht so genial aus, halt gefällt mir. Und ja, wir haben den Power Core, den müssen wir auch nochmal irgendwann freischalten. Dalaran Flame gibt es nicht, genauso wie die Golden Celebration es hier nicht gibt in Europa. Ja, Magni Medivh und den Stuff of Origination. Ich denke mal, den werde ich als nächstes hier erhalten und dann den Thrall-Kartenrücken für Dezember 2015. So, damit gehen wir zurück. Und schauen nochmal auf die News der vergangenen Woche. Ja, was gab es jetzt so in der letzten Woche zwischen 3. und 4. Advent? Da schauen wir direkt einmal kurz drauf. Und zwar gab es da zunächst eine Meldung, oder generell, was heißt eine Meldung? Das Tavern Brawl hat sich halt verschoben, ist in Europa mal wieder später gestartet, um 22 Uhr. Hängt natürlich damit zusammen, ein neues Tavern Brawl muss halt, also laut Blizzard, wird es halt immer dann vorher geprüft, bevor es den ganzen Server abschießt. Prüft man jetzt halt erstmal das Tavern Brawl, da Europa als erster Server das Brawl aufgespielt bekommt. Start ist hier halt verzögert, erst um 22 Uhr. Was dann eventuell für den einen oder anderen, der am nächsten Morgen sehr früh aufstehen muss, halt schon kritisch sein kann. Ja. So viel dazu. Dann haben wir hier noch eine Meldung vom 16. So, Hearthstone World Championship, Turniere im Überblick. Ja, hier haben wir halt die verschiedensten Turniere einmal aufgelistet, an denen jeder von euch teilnehmen kann. Ja, einfach auf der jeweilige Seite, Match Arena, Hearthstone FI oder hast du nicht gesehen, Strivefire, einfach registrieren, in den Cup einschreiben, Turnierregeln lesen, an dem Turnier teilnehmen, mit einem guten Deck oder mit ein paar guten Decks dann halt gut abschneiden und halt vielleicht den einen oder anderen ja, Hearthstone World Championship Point sammeln, der dann halt zum Qualifier im Frühling halt, ja, eventuell verhelfen kann. So, das dazu. Außerdem, dieses Wochenende hat in China die World Cyber Arena 2015 stattgefunden. Unter anderem auch in Hearthstone. Und ja, wir hatten drei deutsche Teilnehmer, einen in Gruppe 2 und zwei in Gruppe 3. Ja, die in Gruppe 3 haben leider ja relativ ja, enttäuschend abgeschnitten, möchte ich schon fast behaupten. Gara und Kamlan sind hier angetreten als deutsche Spieler und ja, haben halt hier den 5. und den 6. Platz in ihrer Gruppe erreicht. Mit 3 Siegen, 3 Niederlagen und einer Score-Differenz von minus 2 der Gara und 9 Punkten. Und nach der Kamlan und Gara mit 2 Siegen und 4 Niederlagen. Aber immerhin noch positiven Differenz von 3 und 6 Punkten. Life Coach hat überraschenderweise, also wirklich stark, die Gruppe als Gruppenerster abgeschlossen mit 5 Siegen und einer Niederlage. Noch vor Colento aufgrund einer auf der positiven Differenz. Ja, und leider hat es dann im Playoff dann doch nicht ganz so weit gereicht. Hier ist dann Life Coach auch in der ersten Runde direkt gegen einen Südkoreaner rausgeflogen. Stilo heißt er. Und ja, dieser Stilo ist dann im weiteren Verlauf selber im Halbfinale ausgeschieden. Und im Spiel um Platz 3 hat er auch nochmal verloren. Also hat im Endeffekt den vierten Platz dann belegt, dieser Stilo. Ja, Life Coach in der ersten Runde raus. Auch das gleiche für Stanzifka und für Colento. In der ersten Runde jeweils, also im Achtelfinale ausgeschieden. Dann
Ja, den Rest haben dann die Asiaten unter sich mehr oder weniger ausgemacht. Der Einzige, der sich hier noch weiter fort, oder der einzige Nicht-Asiate, der sich hier noch weiter behaupten konnte, war Firebat. Der hat es dann bis ins Finale geschafft gegen Dorn. Hat da allerdings dann auch 1 zu 4 verloren im BO7. Und ja, Dorn, Südkoreaner, hat hier den ersten World Server Arena im Hearthstone-Bereich gewonnen. Ja, das wäre es dann auch soweit dazu. So, World Cyber Arena dieses Jahr. Nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich dann wieder stattfinden, gehe ich mal ganz schwer von aus. Vermutlich dann auch wieder in China. Wir schauen noch mal ganz kurz auf Meta Report. Da gehen wir einmal für auf Tempo Storm. Zack. Die Seite hätte ich eigentlich auch schon mal vorher öffnen können, aber was soll's. So, Meta-Snapshot. Wir gucken einmal hier drauf. Wir sehen hier auf den ersten vier Plätzen den Aggro-Schaman. Und ja, kommt natürlich drauf an. Da. Also es gibt verschiedene Deck-Toplisten. Tempo Storm ist eigentlich immer relativ zuverlässig, wie ich finde. Und wir haben hier halt auf Platz 1 den Secret Paladin gelistet, nach wie vor. Relativ starkes Deck. Der Aggro-Schaman jetzt neu dabei. Und der Reno-Lock. Relativ stark. Auch jetzt auf Tier 1 gelistet. Mit den verschiedenen Heals und so weiter, was er als zur Verfügung hat. Der Tempo-Mage ist wieder leicht angestiegen im Meta. Und das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen wieder hochgerankt auf Rang 6 mit dem Tempo-Mage und bin dann doch wieder erstaunlich gut zurechtgekommen, nachdem ich eigentlich schon gedacht habe, wow, das Deck ist aber stark out of meta, wir können gerade mal reinschauen, aus eigenem Interesse, wie das Deck denn zusammengestellt ist. Welche Karten da eventuell anders sind, also wir haben jetzt hier zweimal den, ja okay, da sind doch schon einige Unterschiede drin, wir haben hier Dr. Boom, wir haben jetzt aber beispielsweise keinen Toshley, wir haben dafür halt den Arcane Blast zweimal. Der allerdings halt nur wirklich auf gegnerische Minions geht und nicht auf Face. Wir haben die Arcane Missiles, wir haben zwei Mana Worms. Okay, alles okay. Wir haben die Portals drin. Ja, relativ Standard, das ganze Ding würde ich fast behaupten. Was halt ein bisschen heftig ist, finde ich, sind hier zwei Water Elementals und zwei Azur Drakes. Okay, ich meine, die Azur Drakes sind okay. Im Endeffekt replacen sie die Arcane, ne doch, Arcane Intellects haben wir auch zweimal drin. Wir haben dafür nur eine Mirror Entity und einen Counterspell. Kann man spielen, aber ist so eine Sache. Ist so eine Sache, aber nö, an sich. Okay, ich habe zum Beispiel noch Ronin drin und Toshley drin. Statt den Azur Drakes vermutlich. Und statt den Water Elementals habe ich, glaube ich, einen Mech-Yeti drin und noch einen anderen Diener, beziehungsweise, ja, was heißt noch einen anderen Diener? Die Mirror Entity und der Rest ist schon fast relativ identisch dann. Aber ja, was natürlich drin sein muss, sind die Flamewaker, klar. Was aber noch hier schön hat. Schauen noch mal auf den Aggro-Schaman drauf und der profitiert halt von den neuen Karten aus der Forscherliga. Als da wären vor allem halt, warum war hier ist alles relativ Standard. Was ist neu dazu gekommen ist der Tunnel Truck und Tunnel Truck, der halt bei jeder Overload-Karte plus einen Attack erhält und mit 1-3 für 1 nur relativ Netcard für einen Schamanen ist. Außerdem sehen wir hier Sir Finlay Regalton. Und ja, der Fall hilft dem Schamanen zu einer neuen Hero Power. Statt Totems kann dann der Schamane ja wünschenswerterweise die Hunter Hero Power nehmen. Ja, und der Rest sind halt relativ alte Karten, also hauptsächlich jetzt neu. Und was halt dieses Deck ja beflügelt, sind halt Tunnel Trock und Sir Finlay, die beiden Karten. Jo, das dazu. Was haben wir hier noch für schöne Decks vielleicht, die man noch mal
sich so Gemüt führen kann. Dragon Priest, altbekannt. Der Flut-Zulok. Kann man sich schon vorstellen. Aber halt im Endeffekt einfach nur ein Zulok, der halt viele Flut-Minions stellt. Also Minions, die einen weiteren Minion createn. So was Ähnliches könnte man an für sich auch wahrscheinlich mit Schaman gut spielen, denke ich. So, was haben wir denn sonst noch Interessantes? Patron Warrior immer noch aktuell, allerdings nicht mehr auf der 1, aber immer noch stark. Mit Patron Warrior kann man immer noch gewinnen. So, ja, so viel zum Meta. Alle Links findet ihr nachher nochmal in der Beschreibung unten. Könnt ihr nochmal reinschauen. Und ja, das wär's dann für diese Woche. Ich werde jetzt in der nächsten Woche wirklich die Forscherliga dann durchspielen und auch die Videos dazu hochladen in meinem Kanal. Also wer von euch auch noch irgendwie Probleme hat, mit der Forscherliga weiterzukommen, kann ja mal bei mir reinschauen in die Videos. Vielleicht findet ihr da dann noch den einen oder anderen Trick, wie er mit dem einen oder anderen Boss fertig wird. Ja, und ansonsten, nächste Woche wird auch wieder ganz regulär das Tavern und Brawl wieder für euch fertig gemacht. Vielleicht dann nochmal wieder früher, weil im Endeffekt ist ja, wenn man es genau nimmt, relativ ungünstig, dass ich das Tavern Brawl dann hochlade, wenn es schon quasi nicht mehr verfügbar ist. Dafür habe ich dann in den News mehr drin. Muss man mal schauen. Also höchstwahrscheinlich werde ich das im nächsten Jahr dann splitten. Werde ein einzelnes Video zum Brawl machen und ein einzelnes Video zu dem Newsüberblick, mehr oder weniger. Muss man auch mal schauen. Vielleicht mache ich dann nur alle 2 Wochen einen Newsüberblick, um halt mehr Content für euch reinzukriegen. Weil teilweise gibt es jetzt nicht so viele Neuigkeiten, gerade halt im Winter. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns spätestens kommenden Sonntag, sage ich mal, wenn nicht schon viel früher. Bis dahin, habt euch gut, euer Marc, ciao.